kaum zu glauben. Was eben noch mit Aussäen und Kulturpflege begonnen hat und seine Fortsetzung in der Ernte fand, geht ein Monat früher als sonst schon bald dem Ende zu. Was im November bleibt, ist das restliche Konservieren der Zuckerrübenschnitzel in Form von Rundballen zu Futterzwecken. Auch diese Dienstleistung wird vom Luzerner Seetal bis ins Mittelland angeboten. Sei es direkt auf dem Hof mit der Zufuhr der Schnitzel mit LKWs oder der Umlad der Loseware von Güterwaggons auf Bahnhöfen wie hier in Baldeck. Seit einigen Jahren wird auch der Rübenring im Raum Bern bedient. Ja, das ist schon außergewöhnlich, dass man ein Luzerner Nummernschild hier im Berner Seeland antrifft. Wir arbeiten mit zwei Firmen in diesem Bereich zusammen. Größtenteils arbeite ich mit der Firma Estermann zur vollsten Zufriedenheit zusammen. Das schon seit 6 Jahren. Für den Rübenring ist nicht nur die Qualität der Arbeit wichtig. Es ist ruhig, es läuft ruhig. Alles läuft ruhig. Das ist für mich entscheidend. An solchen Orten will ich keinen Teleskoplader, der dauernd hin und her fährt. Dank des Dosierbunkers ist die Lärmbelastung tief. Benny Estermann ist auch unterwegs. Soeben kommt er aus der Westschweiz zurück. Hier in Hofstadt stellt er auf einem Schweinezuchtbetrieb mit seiner mobilen Mahl- und Mischanlage mit den Rohkomponenten des Kunden frisches Ferkelfutter her. Die Futterrationen gestalten sich so vorteilhaft. Ich weiß, was in meinem Futter drin ist. Ich habe wertvolle Komponente und muss mein Futter nicht laufend optimieren und bin nicht von den Rohstoffpreisen abhängig. Und das Leben als fahrender Müller liegt Benny. Ja, aufs Jahr raus gesehen. Alles in allem bin ich gerne mit der Futtermühle unterwegs. Ich erhalte morgens jeweils mein Programm, kann den Tag selber einteilen und habe meine Ruhe. Weniger ruhig geht's jetzt hinter dem Bürotrakt von Estermanns Hauptsitz zu und her. Ob diese Arbeit Spaß macht, wollen wir jetzt nicht ergründen. Doch Stefan und Andreas scheinen alles zu geben, damit in der kommenden Saison das Inbetriebnehmen der Maschinen Freude macht. Erleichterung schaffen dabei die Reinigungsprodukte der Eschenbacher Firma Amstutz. Die Palette deckt alle Bereiche in der Landwirtschaft ab. Bei der Maschinenpflege kommen schmutzlösende wie auch konservierende Produkte zum Einsatz. Ja, wir brauchen Amstutzprodukte. Wir setzen Amstutzprodukte schon seit Jahren ein. Es sind gute Produkte mit einer guten Beratung. Die Maschinen werden sauber, gerade ebenso, wie es sein muss. Tja, und als Familienunternehmen fühlt sich Amstutz vor allem den Kunden verpflichtet und nicht den Börsenkotierungen. Das Jahr hat es gezeigt. Wer wie die Thomas Estermann AG in diesem Business erfolgreich sein will, benötigt laufend Informationen von Profis und ein gutes Gespür für sich ändernde Marktverhältnisse. Eine der wichtigsten Informationsquellen ist für Thomas Estermann der Schweizer Bauer. Und das kommt nicht von ungefähr. Der Schweizer Bauer ist eigentlich schon lange Zeit meine Hauszeitung. Der Schweizer Bauer ist meine Hauszeitung. Das Gute daran ist, dass sie zweimal wöchentlich erscheint. Man ist immer aktuell informiert. Am Samstag erhalte ich die am Freitag ausgehandelten Marktpreise. Tja, und auch nach 170 Publikationsjahren ist sie kein bisschen müde. Laut WEMF-Auflagenstatistik ist sie die führende Landwirtschaftszeitung in der Schweiz. Kevin Kunz, das jüngste Mitglied der Estermann-Mannschaft, treffen wir bei der Reparatur eines Dosierwagens an. Der gelernte Polymechaniker hat nach seinem erfolgreichen Berufsabschluss bei Estermann seinen Traumjob gefunden. Mit 14 Jahren habe ich die Traktorenprüfung gemacht. Seither presse ich Rundballen. Es war immer mein Traum, bei einem Lohnunternehmen zu arbeiten. Wäre es in der Schweiz ein Lernberuf, hätte ich diesen erlernt. Vor allem das Wechselspiel zwischen Werkstatt und Feldarbeit schätzt er. Viel in der Werkstatt. Ich bin viel in der Werkstatt und repariere Maschinen. Somit kann ich später auch auf dem Feld die richtigen Diagnosen stellen. Dass ich dies hier erlernen kann, finde ich wichtig. Diese Gelegenheit hatte ich bisher nicht.
Ja, und gerade in Zeiten, wo kaum ausreichend helfende Hände vorhanden sind, ist die Thomas Estermann AG froh, wenn sie auf externe Kräfte zurückgreifen kann. Für den Unterhalt und die Reparaturen der Fendt-Traktoren zählen sie auf die Leute von der Hausherr und Siedler Landmaschinen AG. Wir sind ein Betrieb, unser Betrieb hat 6 Leute, davon sind 2 Lernende. Wir führen die Marken Fendt, Valtra, Krone und Agrar. Damit Fachkompetenz an der Landmaschinenfront gelebt werden kann, investiert Hausherr und Siedler laufend in seine Mitarbeiter. Also wir lassen unsere Leute regelmässig schulen. Wir lassen unsere Leute regelmässig schulen, damit wir in Sachen Technik auf dem Laufenden sind. So können wir rund um die Uhr den benötigten Service zur Zufriedenheit unserer Kunden anbieten. Dass man wirklich auch der Kunde rundum zufrieden ist. Oder? Zufriedenheit bedeutet für Estermann jedoch nicht nur, dass auf den Äckern alles rund läuft. Im Hintergrund braucht es Menschen, welche alle Geschäftsabwicklungen korrekt dokumentieren und die finanziellen Bewegungen unter Kontrolle halten. Hier treffen wir das Reich von Maya Mattmann an. Der Büroalltag in einem Lohnunternehmen kann eine wilde Gestalt annehmen. Die Übersicht zu behalten kann schon mal zu einem Kunststück werden. Dabei bekommt Maya Unterstützung durch die Treuhänder der Thomas Bienz Treuhand AG. Kundennähe wird beim Luzerner Unternehmen groß geschrieben. Der direkte Kundenkontakt ist uns als lokales Treuhandunternehmen wichtig. Beim Zusammentreffen der beiden Firmen kann man etwas wie eine unternehmerische Seelenverwandtschaft entdecken. Beide sind personell ähnlich bestückt und können auf ein breites Fachwissen aufbauen. Dank allen Expertentitel unter einem Dach bieten wir den Kunden umfassende und nachhaltige Lösungen aus einer Hand an. Und das war sie auch schon wieder, die Lohnunternehmersaison 2015. Betriebe wie die Thomas Estermann AG und ihre Partner unterstützen täglich eine leistungsfähige Schweizer Landwirtschaft mit einer professionellen Infrastruktur für eine moderne Nahrungsmittelproduktion. Und dies natürlich auch in Zukunft.